Hi und herzlich willkommen bei Die Magie in Dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll dir als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute reden wir über das Schönste der Welt, die Liebe. Was ist eigentlich Liebe? Wie kommt man in die bedingungslose Liebe und was für Formen es von Liebe gibt? Viel Spaß bei der Folge, bis gleich. Was ist Liebe? Liebe ist die stärkste Kraft des Universums. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, wie Albert Einstein gesagt hat. Aber was ist Liebe im Kern? Liebe im Kern ist ein Zustand. In meiner Welt ist Liebe nicht nur ein Gefühl, sondern ein Zustand. Mit sich selbst im Klaren zu sein, mit sich selbst im Einklang zu sein. Weil wenn du bei dir selbst ankommst, dann ist es fast unmöglich, dich zu verletzen oder dich aus deiner inneren Bahn wegzuwerfen. Weil es gibt drei Arten von Liebe. Einmal die Freundschaft, die romantische Liebe und die bedingungslose Liebe. Die ersten beiden sind flüchtig und können vergehen. Also das heißt, die Freundschaft, ja, du kannst jemanden treffen, da findest du sehr toll, ihr seid dann mehrere Monate oder Jahre befreundet, aber das kann von heute auf morgen, kann es fertig sein. Die romantische Liebe ist auch etwas, du triffst eine sehr besondere Person, hast eine Zeit lang was mit dieser Person, entweder seid zusammen, seid verheiratet oder sonst irgendwas. Aber das ist auch eine Art von Liebe, die kann vergehen. Nochmal, diese beiden, also Freundschaft und romantische Liebe, die müssen nicht vergehen, die können vergehen. Aber die bedingungslose Liebe ist was ganz, ganz anderes. Das ist ein Zustand. Das ist eine aktive Entscheidung für das Leben, für sich selbst und für alle anderen Menschen. Und diese Art von Liebe überkommt uns auch nicht wie die anderen zwei. Wenn du jemanden siehst, so, oh toll, oh, das ist mein Seelenverwandter oder sonst irgendwie was, sondern diese Liebe ist Schritt für Schritt für Schritt ein Zustand, den du in dir entwickelst. Wenn du bewusst den Weg gehst, dich auch zu transformieren, dich auch zu finden und nicht das zu machen, was alle anderen Menschen wollen, sondern auch mal versuch auch alleine zu sein, für dich zu sein, für dich entdecken, wer bin ich eigentlich im Kern? Was will ich? Solange du diese Fragen nicht zu 100% beantworten kannst, wirst du nie erfahren, was wirklich diese bedingungslose Liebe ist. Weil solange du von äußeren Dingen beeinflussbar bist, wirst du nie in diesen Zustand kommen. Das heißt, dein Freund oder deine Freundin macht vielleicht etwas im Außen, was dir vielleicht nicht gefällt. Und du entwickelst Eifersucht. Eifersucht, wir denken immer in unserer Gesellschaft, ja, ein bisschen eifersüchtig zu sein ist gut. Nein, ist es nicht. Eifersüchtig zu sein bedeutet, dass du deinen eigenen Wert nicht erkennst. Du erkennst deinen eigenen Wert nicht. Du weißt nicht, wer du bist, weil du denkst, oh, der oder sie könnte jetzt eine Bedrohung für mich sein. Vielleicht findet mein Partner oder meine Partnerin den toller als mich. Aber wenn du in dieser bedingungslosen Liebe bist, dann stellst du dir gar nicht die Frage, ob dein Partner diesen Menschen gegenüber toll findet oder nicht. Dann weißt du, hey, der redet jetzt einfach nur mit denen oder die lachen jetzt einfach nur miteinander. Und sei doch glücklich, deinen Partner glücklich zu sehen. Das ist Liebe. Deinen Partner immer stets das Beste zu wünschen. Und nicht zu denken, oh, hoffentlich geht's ihm bei dem, was er tut, nicht gut und so, dass er mich vermisst, dass er für immer in Anführungszeichen bei mir bleibt. Nein, das ist nicht Liebe. Da spricht dein Ego raus. Weil das Ego will immer besitzen. Aber Liebe lässt frei. Das Ego ist eifersüchtig und denkt immer meins, 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 meins und fühlt sich dadurch bedroht, dass etwas weggenommen wird. Also wenn du eifersüchtig bist, dann fühlst du dich einfach nur im Inneren bedroht, dass dir jemand etwas wegnehmen kann. Wenn du aber in der Liebe bist, dann kann dir niemand etwas wegtun. Weil du deine wegnehmen. Sorry. Weil du deine Einzigartigkeit erkennst. Weil du erkennst, dass du wirklich toller Mensch bist. Dass du ein wirklicher Mehrwert bist für jemanden anderes.
So, jetzt kann natürlich die Frage kommen, ja, aber was ist, wenn jetzt wirklich mein Freund oder meine Freundin etwas mit jemand anderes macht? Dann ist es so. Dann ist es so. Punkt. Aber du darfst dadurch nicht deinen Selbstwert ankratzen lassen. Und du könntest es sowieso nicht ändern. Aber sollst du jetzt das, genau deswegen, sollst du dich jetzt, genau deswegen, sollst du dich jetzt verändern? Nein. Sonst bist du genau wie alle anderen. Ich habe vor kurzem einen Kollegen von mir getroffen und der hat mir gesagt, ja eben, ja, er ist nicht gerade der Treueste und er hat zu mir gesagt, eben, er ist nur so geworden wegen einer Frau. So. Und dann habe ich ihn angeschaut, habe gesagt, nein, du suchst nur Ausreden. Eigentlich hat dir genau diese Frau gezeigt, wie du im tiefsten Kern bist. Und du tust jetzt einfach als Ausrede, tust du sie jetzt missbrauchen oder benutzen. Der Partner spiegelt immer unseren inneren Zustand. Der Partner ist immer unser Spiegel. Was stimmt bei uns aktuell nicht? Und wenn wir bereit sind, da aktiv dran zu arbeiten, dann können wir wirklich in diese Liebe kommen. Das ist der Unterschied. Nochmal, Liebe lässt frei. Liebe engt nicht ein. Liebe ist Weisheit. Das bedeutet, du erkennst Situationen an, wo du siehst, hey, der oder sie kann dir zum Beispiel vielleicht nicht, ich liebe dich sagen, was ja viele in unserer Gesellschaft ein Problem damit haben. Oder kann es dir vielleicht generell nicht zeigen. So, aber du siehst, dass diese Person dich wirklich aus tiefstem Herzen liebt. Das ist Weisheit. Wir Menschen wollen immer eins hören. Entweder ich liebe dich, so sagt es jemand, ich liebe dich, zeigt es aber nicht, dann ist immer gleich. Oh, der sagt es nur, seine Worte sind einfach nur leere Worte. So. Zeigt es uns jetzt aber jemand, aber er kann es vielleicht nicht sagen aufgrund seiner Kindheit, mit seinen Eltern oder sonst irgendwie was. Dann sind wir immer so gepolt, dass wir sagen, schau mal, der hat es mir noch nie gesagt. Du kannst es in unserer Gesellschaft keinem recht machen. So, wenn du aber Selbstliebe bist, dann erkennst du das. Du weißt, hey, der hat ein Problem mit diesem Wort, er kann es mir nicht so zeigen, aber ich sehe, wie er mich anschaut. Sehe ich, dass er mich will. Und genau das ist, was zählt. Liebe ist die höchste Stufe. Liebe will immer das Höchste. Das bedeutet, ich mache dir jetzt ein sehr krasses Beispiel. Achtung, das bedeutet, nehmen wir mal an, du hast dich von deiner Freundin getrennt oder von deinem Freund. So, und du erfährst ein paar Wochen später, dass sie jetzt was mit einem guten Freund von dir hat. So. In unserer Gesellschaft ist es so gepolt, dass die Menschen dann immer sagen, oh, das geht gar nicht, wie können die nur? Und ja, und regen sich einfach über alles auf in dieser Situation. Ja klar, weil sie nicht in der Liebe sind. Weil Liebe will immer die höchste Ebene. Das bedeutet, dein Freund oder deine Freundin kommt zu dir, erzählt dir vielleicht von dem und du gönnst es diesen beiden. So, weil ich habe das immer so gesehen. Ich habe mir immer gedacht, hey, selbst wenn jetzt jemand von meinen Freunden etwas von meiner Ex-Freundin haben wollen würde und die zwei verstehen sich gut, warum soll ich da dazwischen funken? Vielleicht passen diese zwei Seelen viel, viel besser miteinander als meine Seele und ihre Seele. Vielleicht waren wir einfach nur zu einem gewissen Zeitpunkt Begleiter fürs Leben und haben uns dadurch irgendwie weiterentwickeln können. Wir müssen immer das Höhere sehen. Das ist das, was Liebe uns sagen will. Alles andere. Bist du in deinem Ego? Du bist in deinem Ego, weil du denkst, meins, 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 meins. Faktisch gesehen, dein Freund oder deine Freundin, die gehören dir nicht. Die sind freie Wesen, die sind für alle Menschen da. Das ist der Unterschied. Und wenn wir das verstehen, dann können wir in diesen Zustand Liebe kommen. Dann sehen wir immer das Höchste. Und nicht irgendwie, oh, jetzt sind die zwei zusammen und jetzt fühle ich mich klein und schwach. Nein, dann bist du nicht in der Liebe. Dann bist du nur in deiner Eifersucht und in deinem Ego. Und wenn du diesen Zustand erreichst, dann kann dich niemand mehr verletzen. Natürlich wirst du dann gewisse Phasen vielleicht verletzt sein, aber diese Verletzungen dauern vielleicht am Anfang vielleicht, wenn du sagst, früher warst du sehr nachtragend, hat es vielleicht 1, 2 Jahre gedauert. Irgendwann sind es nur noch 1, 2 Monate, irgendwann 1, 2 Wochen, irgendwann dann noch 1, 2 Tage. Das macht der Zustand Liebe aus, wenn du immer das Höhere siehst, wenn du dich nicht als zu groß empfindest.
wenn du das Große und Ganze betrachtest. Das ist Liebe. Deswegen sage ich zu dir, Liebe lässt frei. Also die bedingungslose Liebe lässt frei. Das, was wir in unserer Gesellschaft haben, das ist Liebe mit Bedingungen. Ich liebe dich so lange, solange du nach meiner Pfeife tanzt. Das heißt, wir machen dies, wir machen das zusammen, alles ist toll. Und sobald ich irgendwie denke, oh, ich würde gerne eine Veränderung machen oder ja, ich fühle mich aktuell nicht so wohl mit der Situation, ich möchte eher mal mehr für mich sein. Genau in dieser Phase übrigens, wenn man mehr für sich ist, findet man zu diesem Zustand Liebe. Genau dann, wenn man dann einen ganz, ganz anderen Blickwinkel bekommt. Und wenn du dann merkst, okay, dein Partner zieht sich jetzt zurück, dann nehmen wir das in unserer Gesellschaft immer wieder persönlich. Wir nehmen das immer wieder aus tiefstem Herzen persönlich und denken, oh, was ist jetzt, was stimmt mit mir nicht? Allein, dass du dir diese Fragen stellst, dass es vielleicht wegen dir liegen könnte, zeigt, dass du deinen eigenen Wert nicht erkannt hast. Deswegen ist so, so wichtig, Kommunikation, darüber zu reden, darüber offen zu reden. So, natürlich kann es sein, dass dann ja, Worte kommen, die man selbst nicht hören möchte. Und von dem hauen halt auch die meisten Paare ab. Sie wollen es einfach nicht hören oder wahrhaben. Sie wollen die Wahrheit nicht wahrhaben. Und deswegen sind sie lieber glücklich, als wirklich in Liebe zu sein. Das ist einfach so. Aber wenn du eine bedingungslose Liebe bist, dann wünsche deinem Partner immer nur das Beste. Dann kannst du sogar zu deinem Partner sagen, ich liebe dich, aber ich brauche dich nicht. Ich will dich ja, aber ich brauche dich nicht zum Leben. Weil es gab ein Leben vor dir und es wird ein Leben nach dir geben. Das ist Liebe. Das ist wirkliche Liebe. Nicht das, was in unserer Gesellschaft uns hier erzählt wird. Liebe sieht immer das Höchste. Es gibt keine höhere Ebene. Liebe ist ein Zustand. In meiner Welt ist Liebe ein Zustand. Das ist der Unterschied. Ich möchte noch ein anderes Beispiel von Liebe sagen. Als ich am 31.07.2021 bei Gedankentanken aufgetreten bin, kamen sehr, sehr viele Freunde von mir. Unter anderem kamen auch Freunde, die können sich mit meinen Themen gar nicht identifizieren, okay? Aber sie kamen an diesem Tag. Warum? Weil sie wussten, es ist mir wichtig. Und da haben sie mir auch gezeigt, wie sehr sie mich lieben. Sie sagen zwar, Richie, deine Themen etc., die interessieren mich nicht, ist nicht so mein Ding. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber sie waren da, an diesem Tag, wo sie wussten, hey, wie wichtig es mir ist. Und dort habe ich schon ein bisschen gelächelt und gemerkt, ja, die lieben mich. Das ist das, was wir sehen müssen, dieses Höhere. Mein Vater ist genau dasselbe. Mein Vater ist der größte Mensch in meinem Leben. Es gibt keinen größeren Menschen als mein Vater. Mein Vater ist mein Hero, mein Superstar. Mein Vater ist so, als ich mich dann so aktiv weiterentwickelt habe, hat er auch eine Zeit lang gedacht, dass ich eine Sekte wäre. Und mein Vater ist aber dennoch so, der findet vielleicht scheiße, was ich mache, geht heim, nach 2 Tagen kommt er mit meinem Lieblingsgummibärchen, klingelt, macht die Tür auf und sagt dann, Junge, wie kann ich dir helfen? Das ist bedingungslose Liebe. Ich kann mich mit den Themen nicht identifizieren von meinem Gegenüber, aber ich weiß, wie wichtig es ihm ist. Ich mache es nicht irgendwie schlecht oder sonstiges. Ich lasse ihn einfach sein. Als Wesen sein. Ich will ihn nicht ändern. Ich will nicht an ihn rumschrauben oder sonst irgendwas. Das ist bedingungslose Liebe. Ich kann mich vielleicht mit den Dingen, die du tust, nicht identifizieren, aber ich liebe dich und ich unterstütze dich trotzdem. Das ist der Unterschied. Das ist die höchste, höchste Ebene. Und es kommt alles aus unserem Inneren. Wenn wir lernen, in dieses Innere auch reinzuschauen und uns aktiv auch dem zu widmen. Ich wurde immer und immer wieder in der Vergangenheit mit diesem Wort Liebe konfrontiert und ich habe mir immer gedacht, egal was ich gemacht habe, ich habe Astrologie gemacht, ich hab mir auch Karten legen lassen etc. Und ich kam immer wieder an den Punkt, immer, egal was war, Liebe, Liebe. Solange du der Liebe folgst, Richie, wird das und das passieren. Solange du der Liebe folgst, wird das in dein Leben kommen. Und immer wieder, und ich habe mir immer gedacht, der Netteste zu Frauen warst du jetzt nicht. Warum kommt das immer und immer wieder zu dir?
Und dann habe ich verstanden. Ich habe früher immer gedacht, ja, Liebe ist halt so, wie es ist. Man muss eifersüchtig sein, muss sich gegenseitig Regeln machen, etc. Ja, es waren alles solche negativen Glaubenssätze, die ich in meinem Kopf hatte. Und bis ich mal gecheckt habe, wie krass ich eigentlich geliebt werde, ob im Sport, beim Fußball, in der Schule, bei meinen Klassenkameraden. Ich war ständig immer irgendwo einer der Lieblinge. Hat mich gerne getroffen. Dann habe ich mir das mal mehr und mehr bewusst gemacht, wie sehr ich eigentlich geliebt werde. Ich habe das aber nie gesehen, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt nie empfänglich dafür war. Ich war einfach nicht empfänglich dafür. Und als ich dann immer mehr und mehr mein Herz geöffnet habe und empfänglich für diese Sache wurde, dann habe ich verstanden, was Liebe bedeutet, im Kern bedeutet. Und habe gemerkt, das, was eigentlich bei meinen Freunden, Verwandten, Bekannten passiert, das ist keine Liebe. Die sind höchstens, wenn sie länger zusammenleben, WG-Partner oder weiß was ich was. Das ist mir dann aufgefallen. Wo ich gesehen habe, Weil wenn wir uns überlegen, schau mal, nehmen wir mal an, du hättest ein Kind, okay? Oder vielleicht hast du sogar ein Kind. Du würdest für dein Kind dein Leben geben, du würdest alles machen. Selbst wenn dein Kind dich enttäuschen würde, würdest du weiterhin trotzdem alles machen. Du wärst vom ersten Augenblick, wärst du, ja, du wärst enttäuscht, würdest dich zurückziehen, aber danach weißt du, hey, das ist dein Kind, du würdest trotzdem alles machen. So, und wenn du jetzt schaffst, das wirklich, wirklich auf mehrere Menschen zu projizieren und nicht nur auf dein Kind, dann bist du Liebe. Jetzt kann jemand sagen, ja, okay, aber dann werde ich enttäuscht vielleicht von dem einen oder anderen, aber man muss ja aufpassen in der Gesellschaft. Ja, das sagt uns die Gesellschaft. Aber nochmal, ich rede hier von dem Zustand Liebe. Dann erkennst du das schon. Dann erkennst du das, dass jetzt vielleicht dir jemand nicht die Wahrheit sagen will oder kann, weil der Gegenüber selbst nicht bei sich selbst angekommen ist. Weil er Angst hat vor Konflikten. Oh, wie reagierst du, wenn er dir das jetzt sagt? Aber wenn du in Liebe bist, weißt du, dass der Gegenüber dir gar nichts Böses möchte. Aber er es einfach nicht so kann wie du. Du siehst einfach, du bist schon weiter in diesem Punkt als er. Und das ist die höchste Ebene. Dann kann dich keiner mehr verletzen. Wer will dich verletzen, wenn du in diesem Zustand Liebe bist? Okay? Und keine äußeren Einflüsse kommen mehr in dein Inneres rein, wenn du im Reinen bist. Weil du weißt, hey, ich habe dir was Gutes gemacht. Wenn du es nicht annehmen kannst, ist es dein fucking Problem. Es ist nicht mein Problem. Es ist dein Problem, wenn du es nicht annehmen kannst. Und ich erwarte es auch nicht von dir zurück. Weil in diesem Moment, wenn du etwas zurück erwartest, dann ist es wieder Liebe mit Bedingung. Das heißt, du machst etwas, um den anderen in Anführungszeichen zu manipulieren. Und das ist was, was ich sage, da solltest du mal reingehen und überprüfen, hey, bin ich wirklich in der bedingungslosen Liebe? Mache ich das jetzt wirklich aus meinem freien Wille? So. Erwarte ich auch nichts zurück. Weil die meisten sind so, die machen, 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 dann irgendwann sagen sie, ja, es kommt gar nichts zurück und ja, und regen sich halt auf. Dann frage ich immer, ja, muss denn was zurückkommen? Ja, klar, wenn ich das doch da mache. Nein, es muss gar nichts zurückkommen. Wenn du etwas machst, dann mach es bedingungslos. Und du wirst sehen, du wirst im Überfluss zurückbekommen, wenn du es gar nicht erwartest. Weil wenn du es gar nicht erwartest, dann sind deine Glücksgefühle noch krasser im Inneren. Das ist wie wenn ich dir sagen würde, hey, ich bring dir 500 Euro mit. So, jetzt wärst du schon in der Erwartungshaltung, okay? In diesen 500 Euro. So, jetzt komme ich zu dir und ich bring sie nicht mit. Dann bist du schon beleidigt. Das ist, hä, warum? Du hast doch gesagt, du bringst mir 500 Euro mit. So, wenn ich aber einfach zu dir komme und dir sage, hey, hier sind 500 Euro, jetzt überleg mal, wie ist dein Gefühl dann? Ganz anders in deinem Inneren. Dein Gefühl ist ganz, ganz anders in deinem Inneren, weil du einfach siehst, hey, ich habe nichts erwartet, ich habe trotzdem was bekommen. Das ist das, was das Universum möchte. Gib, gib, gib und du bekommst das Doppelte zurück. Und das Wichtigste ist zu erkennen, dass wenn du gibst, 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 schau nicht, erwarte nicht, dass du es von dieser Person, der du so krass gibst, ich mache jetzt
Das beste Beispiel sind Liebesbeziehungen. Du lernst jemanden kennen und du gibst, gibst, gibst und du merkst, diese Person ist noch nicht in dieser Liebe, kann es noch nicht so zurückgeben. Dann muss deine Weisheit sprechen. Das heißt, du erkennst genau diese Situation, erkennst du. Und das ist der Unterschied genau zu dem. Und das ist das, wenn du wirklich es schaffst, in diesem Zustand zu sein, dann erkennst du das, dann weißt du, hey, sie kann mir aktuell diese Liebe nicht zurückgeben, aber hey, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Bekannte, die geben mir doch alle diese Liebe wieder zurück. Deswegen erwarte nicht von dieser Person, wenn diese Person es nicht kann. Das ist der Unterschied. Wenn du in diesen Zustand kommst, nochmal, dann bist du Liebe. Dann gibt es nichts Höheres auf dieser Welt. Dann bist du im Einklang mit dir selbst. Dann bist du nicht mehr abhängig von äußeren Einflüssen. Weil du wirklich immer das Höhere siehst. Und das Universum wird dich belohnen. Das kann ich dir versprechen. Du musst einfach nur Geduld haben. Und einfach nur ein liebevoller Mensch sein. Und das ist der Unterschied. Ich finde, in unserer Gesellschaft sollten wir diesen Zustand erstreben. Also ich persönlich habe mich auf diesen Weg gemacht. Und gemerkt, was Liebe eigentlich im Kern ist. Und das, was ich gerade hier erzählt habe, das sind meine Gedanken, die ich jetzt gerade einfach nur zum Ausdruck gebracht habe. Ich hoffe, dass nicht irgendetwas dabei war, wo du sagst, okay, du konntest etwas mitnehmen. Und ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre das größte Geschenk, was du mir machen kannst, mir ein Feedback dazulassen. Wie siehst du das mit der Liebe? Entweder hier, wo du mich gerade hörst, und sonst auf YouTube, wo du mich eventuell siehst oder hörst. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und denk immer dran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Mensch.